Hallo und herzlich willkommen zurück zu Episode 3. Veltros Geister. Der zweite Teil, ne? Ach, verdammt. Muss gleich wieder ausschalten da oben. Die BSAA. Ein bisschen zu spät. Was macht die FBC denn hier? Antworte, Raymond. Ich werde hier gar nichts beantworten. Sie haben hier überhaupt nichts zu sagen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen... Jetzt mal ganz langsam. Du weißt ja nicht mal, was du hier willst und wofür du überhaupt kämpfst. Raymond, bleib sofort stehen! Wer etwas ändern will, muss sich auch mal die Hände schmutzig machen. Oha. Krasser Boy. Die FBC ist also auch auf diesem Schiff? Was ist hier los? Wir arbeiten ohne Informationen. Wir müssen auf dem Schiff Antworten suchen, auch wenn der Gedanke nicht verlockend ist. Okay, ciao. Er geht einfach schon mal los. Das hatte ich gemacht in... Boah, war das die letzte, vorletzte Folge? Da wusste ich nicht, dass Shadowplay das hier aufnimmt. Ist mitten in einer Sequenz drin, aber hey, ist doch egal. Oh, so, weiter geht's. Einstellungen wurden gemacht und die Downloads wurden mal gestoppt. Wir können, Bro. Ich habe so das Gefühl, ich übersehe relativ viel, aber... Weiß ich nicht, ne? Ach, der ist tot. Ja gut, ne? Konnte ich ja nicht wissen. Warte mal. Müssen wir scannen hier? Zack, gescannt, Junge. Wir gucken uns auf jeden Fall mal ein bisschen um, ne? Was ist hier? Durch die Tür, da ist da auch was. Hier guckst du dir an, du. Oh, ja, schön. Hey, da blitzt da was und so. Steuerradschlüssel, jetzt können wir hier irgendwas machen. Alter, was ist denn hier alles? Guten Tag. Warum kann ich ihn eigentlich nicht scannen? Okay, da ist irgendein Knöpkes. Aber erstmal aufsammeln, was hier so ist, ne? Die Boff-Falle ist natürlich wichtig. Was haben wir hier? Spezialzubehör, ja, leck's mir am Arsch, du. Wenn ich jetzt noch wüsste. Warte mal. Nee. Nee. Ah. Wie konnte man das nochmal verwenden? Keine Ahnung. Ah. Ein Safe mit einem Kartenleser. Ja, gut, gut, gut. Wie konnte man die Kacke denn nochmal benutzen hier? Was, nee, das war ein Messer. Oh, kann ich wieder aufsammeln? Scheiße. Naja. Ups. Irgendwie konnte man das doch verwenden, die Kacke, aber wie ging das? Ah, hier, Steuerrad, guck mal. Zack, Junge. Jetzt kommen wir nämlich hier hin. Und hier gibt es nämlich den krassesten Scheiß. Also absolut keine Ahnung, aber bestimmt. Oh. Verworfene Nachricht. Oh Gott, bitte hilf mir. Das darf nicht wahr sein. Lasst mich nicht in dieser Hölle sterben. Ich bin hier gefangen. Hier gibt es Monster. Echte Monster. Die Leute hier sind tot oder liegen im Sterben. Es gibt keinen Überlebenden. Verdammt, das ist das Ende. Ist hier? Auch Karte geklaut. Einfach abgerissen. Wenn wir alle gehen, sollten wir einen Notfallkommunikationsraum finden. Ah, hier, nehmen wir mit. Wappen. Oh, was hier? Geschichte der Queen Zenobia.
Tonnage 148.000 Bruttoregistertonnen. Verdrängung 90.000 Tonnen. Länge 335,8 Meter, Breite 52,3 Meter, Höhe 93,97 Meter. Muss ein langer Zollstock gewesen sein. Antrieb, elektrischer Dieselantrieb. Besatzung 1094 Offiziere und Mannschaft. Passagiere 2200. Hier waren über 3000 Leute drauf. Wo sind denn die jetzt hin? Das Flaggschiff der das Flaggschiff der Paraguas Line wurde Paraguas Line wurde 1978 gebaut. Das Innenleben wurde Schiffen aus den 30ern nachempfunden, dem goldenen Zeitalter der Kreuzfahrtschiffe. Das Design basiert auf Entwürfen, die George Trevor vor seinem Verschwinden hinterließ. Zeitungen aus der Zeit, als das Schiff gebaut wurde, berichteten von den Auszeichnungen, die das Design erhielt. Das Schiff ist nach Zenobia benannt, der Königin des Reiches Palmyra, die vom Römischen Reich enteignet wurde. Wie die namensgebende Schönheit der Legende wird auch das Schiff die Perle des Atlantiks genannt und ist bis heute eines der populärsten Kreuzfahrtschiffe, die im 20. Jahrhundert gebaut wurden. Als Flugreisen die Popularität langer Seereisen verkümmern ließen, schien in den 80ern die Queen Zenobia wie auch ihr Schwesterschiff reif für die Abwrackwerft. Zum Glück wurde sie von der Paraguas Line erworben. Ihre Dampfturbinen wurden durch ein elektrisches Dieselantriebssystem ersetzt. Laderaum und Kabinenbereich wurden vergrößert, das Schiff mit neuester Technologie ausgestattet. Die Queen Zenobia wurde wiedergeboren als voll funktionstüchtiger Luxusliner. Nach der Restauration brach die Queen Zenobia auf zu einer Weltreise. Im Anschluss umschiffte sie Südamerika und erlebte viele weitere Fahrten. In Zukunft wird der Starthafen für ihre Afrika-Fahrten im Mittelmeer liegen. Die Queen Zenobia wird noch für viele Jahre ihren Passagieren viel Freude bereiten. Die Geschichte der Queen Zenobia, Ausgabe von 1995. Ich dachte gerade, warum sitzt der denn auf dem Stuhl, der Typ? Der hat ein Loch im Bauch. Wie schrecklich. Muss ein qualvoller Tod gewesen sein. Ja, hat er nix. Nutzlose Leiche. Hat einfach nix. Wir gehen. Wir sollten zum Notfallkommunikationsraum und die Zentrale kontaktieren. Ach du. Halt doch die Schnauze mit deinem Scheiß, ey. Okay, funktioniert nicht. Ich kann schon mal die Karte öffnen. Ich hab das schon wieder vergessen. Egal. Ja, okay. Hä? Wait. Hier, da? Wir können dann. Das haben wir geöffnet, richtig. Nee, Türen können nicht geöffnet. Ach so. Ja, gut. Komm ich jetzt wieder runter hier? Keine Ahnung. Also ich muss wieder zurück. Das ist die Frage, warum ist er denn überhaupt runtergelaufen? Na, ey. Wir müssen Raymond finden. Raimundo! Von der Arbeit. Belassen wir es dabei. Okay. Interessiert mich sowieso nicht. Shit! Hätte ausweichen müssen. Alter, aber nicht. Meieieiei. Alles nur, weil der auch nicht durch die Tür mitkommt, der Arsch, ne? Ja, ist bestimmt nirgendwo was drin. Habe ich nicht auch schon überall geguckt, eigentlich? Ja, komm. Ich spare mir jetzt, wenn dann eine Tür ist, die spare ich mir einfach mal. Obere Kabine? Türen können geöffnet werden.
Kiste, die ich jetzt öffnen kann. Da hinten, die kann ich auch öffnen. Mann, diese scheiß Katzen, ey. Immer überall raufspringen, wo die nichts zu suchen haben. Zum Kotzen. Was ist denn hier? Ja, hier ist was. Ah, ein Buch, was zu lesen. Notiz aus Raum 303. Was zur Hölle geschieht hier? Im Schiff wimmelt es vor Monstern. Die reißen hier alles in Stücke. Monster wie diese habe ich noch nie gesehen. Sie wirken unbeholfen, doch wenn sie einmal zupacken, ist alles aus. Diese Drecksviecher haben meinen Freund Hassan auf dem Gewissen. Bastarde. Ich habe sie mit der Knarre verscheucht und mir so Zeit zum Fliehen verschafft. Zum Glück ging die Kugel durch den Arm. Die Knochen dieser Monster sind wie die einer alten Frau. Mir sind alle Fluchtwege versperrt. Dieses verdammte Monster hat mir mein Bein ordentlich verdreht. Verdammt, Munition habe ich auch keine. Keine Ahnung, ob ich das hier überlebe. Wahrscheinlich nicht. Er kann nicht alles sein. Ich komme nicht wegen so einem scheiß Bericht hier nur in den Raum, oder was? Jetzt machen wir hier... Das kann nicht alles sein. Es ist alles. Ah. Das ist bestimmt irgendein Scheiß. Ah. Illegal. Oh, illegal. Das haben wir natürlich nicht gesehen, aber wir sind ja hier auch von der Bizarre und deswegen dürfen wir das natürlich mitnehmen, ist klar. Okay, wir gucken kurz auf die Map. Wo muss ich denn hin jetzt? Ich muss jetzt da so... Wir sind dort. Warum sind wir eigentlich dort? Nee, geht ja gar nicht. Ich muss jetzt hier lang. Ah, wird schon. Jetzt bin ich da. Genau. Mann, Alter, diese Karte. Ach, ich hab doch keine Ahnung. Ach, das zeigt mir nur an, wo ich... Aha. Kranker Scheiß. Okay. Das heißt, hier nicht durch. Da die Tür muss ich nehmen. Dann da lang. Hier? Ja, aber hier konnte ich vorher schon rein. Stimmt, da ist das Ding. Ah, ha! The Wappen. Give it to me. Oh. War aber knapp jetzt. Okay, wir haben eine fette Wumme am Start, ne? Geil. Das war aber nicht die Tür. Doch, das war das, was ich öffnen kann. Alrighty. Na dann. Aber das bringt mir doch jetzt hier gar nichts, oder? Denke ich. Ja, wobei, doch, wir kommen hier auch runter. Ja, okay, das können wir vielleicht doch was bringen. Ach, Schnauze da hinten. Oh, warte, ich muss nachladen. Hey. Mein Gott. Töten. Ich weiß gar nicht, was mir das bringt, dieses Scan. Aber... Naja. So, hier müssen wir noch ein bisschen näher ran. Zack. Und jetzt müssen wir nämlich mal gucken. Kann ich das öffnen? Nee. Den Anker habe ich nämlich nicht. Gut. Da waren wir schon. Muss ich hier lang? Aha.
Natürlich, und deine Steuerrad ein bisschen drehen, links, rechts, hin und her. Was hier? Geiles Bild. I like. Hallo? Ah. Brauch nur ein bisschen. Das nenne ich ein Kreuzfahrtschiff. Man fühlt sich wie in Europa. Richtig hässlich. Irgendwo, wo man im Notfall wahrscheinlich sehr, sehr schwierig hinkommt. Wir können ja trotzdem erstmal gucken, was hier unten ist. Hier sind noch mehr Türchen, mein Freund. Guckst dir an, da ist eine Tür, da ist eine Tür. Eieiei, du Kokett, hier ist ein Fahrstuhl. Nobel, Nobel, Nobel. Eieiei. Ach, kaputt. Toll. Ah, mehr Schein als Sein, würde ich mal sagen, ne? Was hier? Promenade. Oh, wir können sogar in die Promenade gehen, krass. Wenn die Türen immer so kacke langsam aufgehen, ist das ja voll kacke. Okay, entweder der ist dahinter oder der ist hier unten. Das werden wir gleich herausfinden. Ey, 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 das Casino, du. Können wir noch nicht rein, brauchen wir einen Anker für. Na gut. Dann... Ja, mal hier lang, dann wird hier wohl... Da komme ich auch nicht hin. Das Gitter ist verschlossen, auf ihm ist ein Rettungsring. Jill, hier hat jemand eine Nachricht hinterlassen. Vor dem Notfallkommunikationsraum hinterlassen und Notiz an der Tür klebt eine Nachricht. Dies ist der Notfallkommunikationsraum. Ohne meine Erlaubnis und ohne meinen Schlüssel kommt hier niemand rein. Wenn Sie hinein wollen, finden Sie mich wie gewöhnlich auf dem Promenadendeck. Ihr Kommunikationsoffizier. Darunter ist eine handgeschriebene Bemerkung. So ein Müll. Das Schiff wimmelt vor Freaks und Monstern. Ich gehe zur Promenade, da finde ich wenigstens was zum Essen. Wer noch am Leben ist, kann mich dort antreffen. Ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. So leicht trete ich nicht ab. Verlasst euch drauf. Hoffentlich bin ich nicht der einzige Überlebende. Euer freundlicher Kommunikationsoffizier. Schön. Hat er schon gesehen, den Eingang, mein Freund, kein Problem. Was ist eigentlich mit der Musik los? Nee, bei Batman oder was? So, dreht sich. Ach, ich weiß, warum sich das so 5 Jahre dreht, weil der lädt. Dann hakt es ein bisschen, weil der dann geledet hat. Also, er hat fertig. Welch liebliche Stimme ich dort höre. Beyblade. Bey, was ist Beyblade? Fuck you. Habt da mal was dagelassen, ne? Falls Bedarf besteht. Suchen wir den... oh, die Superfly. Schön, dass wir wenigstens die Munition immer auch so benannt haben lassen. Wir haben wohl das Promenadendeck. Dragonfly, nicht Superfly. Du altes, kleines Arschloch, du. Oh, oder? Aber was macht der denn da? Wo läuft der denn hin? Junger Mann, warten Sie doch. Warten. Jetzt bleibt doch mal stehen. Furchtbar. Nö, nö. Oder doch? Nö, 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 nö. Vielleicht gleich. Mal gucken. Erstmal hier rumgehen. Ach, hätte ich doch machen können. Hier ist ja nur eine Treppe. Nein. Beyblade. Hm.
Genau, du lauf dagegen. Ich finde, das ist eine gute Sache. Spezialzubehör. Ich weiß nicht, wie man das einsetzt. Ah, hier brauche ich aber einen Rettungsring, du. Ja, Beyblade ist ja langsam gut. Krieg ich die von hier auf? Nee, ne? Blöd. Ganz doll blöd. Ah, doch. Hier ist was. Lol. Ach, hier, Kiste, Kiste. Kiste, so. Na? Sind die eigentlich... Nee, warte mal. Nee, warte mal. Typ, nee, warte mal. Wie genau kann ich denn jetzt noch mal? Ich hab doch nur... Ah, da habe ich es gerade gesehen, als ich sie weggepackt habe. So nämlich. Schade. Erhöht die Feuerkraft und nochmal Feuerkraft. Erhöht die Feuerrate. Feuert zwei Schüsse ineinander mit ein bisschen. Das finde ich ist eine gute Sache. Tauschen das einmal kurz aus. Jetzt würde ich am überlegen, die 20% mal hier rein und die Feuerrate auch hier rein. Pass auf. Und hier machen wir erstmal die 10%, weil die hat allgemein ja schon mehr Schaden als eine normale Waffe, wie man... Nee, hat sie nicht. Na gut. Ist ja auch egal. Oh Gott, das will nur. Nein, Controller, geht nicht mehr. Ei, ui, ah, hui, 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 tot. Hey. Kein Stress. Alter, Controller, fick doch deine Mutter, Alter. Ich hasse es. Hallo. Ey. Warum kann man hier nicht rennen in diesem Drecks-Kack-Game? Oh, Gott. Oh, Alter. Warum sind hier denn so viele von denen? Geh weg. Oh, Gott. Alter, der Typ macht auch überhaupt nichts, ne? Ich muss es einfach mal so sagen, wie es ist. Warum ist der eigentlich nur hinter mir? Ja. Wahrscheinlich eigentlich das Köpfchen da treffen von dem hässlichen Mongo da. Oh Gott. Oh nee, hier, Falle! Und tot. Boah, Alter. Du bist sofort tot, wenn er dich so abschlabbelt, ey. Das ist doch scheiße. Na komm. Okay, es hat ihn irgendwie nicht so gejuckt. Und ich bin tot. Alter, was soll ich denn machen? Es wäre cool, wenn er mit mir mitmachen würde, ne? Okay, der ist tot. Ich muss ja schnell wieder durch, weil ich glaube, der ist da, ne? Ja. Ich meine, der ist am Wanken, das ist schon mal nice, ne? Und schnell wieder durchs Fenster durch, weil... LOL, als ob er mich getroffen hat, du. Der ist ja hier. Crazy motherfucker. Okay, tot, läuft. Oh, scheiße, er ist da. Okay, hier habe ich keine Muni mehr, aber ist kein Problem. Ich habe ja noch eine andere Waffe. Wird schon.
Kommt er jetzt eigentlich wieder zurück oder läuft denn sein Weg jetzt weiter? Nee. Oh. Komm. Oh, leck mich doch am Arsch, Alter. Was macht er weiter mit seinem Baby? Hier oben ist eigentlich ganz gut. Oh, scheiße. Warte. Aber nichts mehr Muni, ne? Muss jetzt erstmal gleich wieder ein bisschen stöbern gehen auf Kurs. Auf Munitionskurs. Denn, ja, ne, sieht nicht so gut aus. Aber ich glaube, es gibt hier keine... Oder gibt es noch Munition für die Dings? Weiß ich nicht. Hi. Doch, hier, ja, ein paar Schüsskin gibt's doch noch, du. Schön. Das wird eine sehr lange Folge. Oh, guck mal hier, nice. Ja, auch noch was. Geil, oh. Wo ist denn der? Da ist Beyblade. Paschus habe ich ihm gedrückt, du. Oh, wenn ich das BOW-Ding hätte, ne? Das Boff. Das wäre halt übelst nice. Ah, erstmal weg, man, die Scheiße, oder? Da ist er. Mr. Beyblade. Ach, kannst du nicht sagen, du. Ja? Vielleicht muss ich es auch anders machen und es gibt den übelst nicen Easy-Trick, aber ich kenne ihn leider nicht. Ich kann auch nur, voll drauf. Jetzt ist ja gleich wieder keine Muni mehr. Oh, hi. Also ich denke mal, das wird schon richtig sein, auf den Kopf zu zielen, aber ja. Ne? Ich meine, ein paar Trefferchen mache ich ja, aber das, naja, reicht offenbar jetzt auch nicht so für ihn. Okay, 5 Schuss habe ich noch. Hey, hey, hey. Oder es ist noch viel einfacher. Oh Gott. Bitte lächeln, mein Freund. Bitte lächeln. Ist jetzt Beyblade tot? Geht doch. Meine Fresse, du. Aua. Oh lol, die anderen sind immer noch da? Nee, warte doch mal. Vielleicht gibt's hier noch ein paar geile Sachen. Weißt du doch nicht. Beyblade, Alter. Ja, Muni gibt's hier, glaube ich, nicht mehr, man. Letztendlich, was ist denn eigentlich hinter der Tür da? Hoch. Also, das Ausweichen war eigentlich mit A und nach vorne und so, aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Cool. Das ist eine sehr lange Folge. Nee. Kann ich jetzt den Fahrstuhl anmachen? Wäre geil. Oh. Ah. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, über was für Ecken das hier wieder gehen muss, ne? Offenbar ist das richtig. Gut. Geil, der Fahrstuhl kommt. Er läuft, er fliegt, er macht alles. Hab jetzt keine Muni mehr, aber ist okay. Vielleicht. Achso. Hätte das Scan auch gereicht. Oder ein Messer. Na, man weiß es nicht. Vordockbrücke. Pff.
Vordeck. Was ist denn das Vordeck? Where am I, Alter? Ja, nimm mal mit hier, du. Wird noch eine Weile gehen, ne, die Folge. Ich sag es nur jetzt schon mal. Ich habe absolut keine Ahnung. Von nix. Okay, da brauchen wir ein Kartenlesegerät wahrscheinlich hierfür auch. Gut, dann können wir wieder zurück. Weil wir müssen ja in die Kommandobrücke, nicht Brücke, nee, hier in das Telefonzentrum. Promenadendeck. Brücke auch nicht, ne? Da waren wir. Da können wir jetzt aber hin. Naja. So, here we go again. Hier ist eine Tür. Cool. Oh. Ich habe mir einfach mal erlaubt, den Weg hierhin komplett rauszumachen. Den Kampf vielleicht auch ein bisschen gecuttet oder so, weiß ich noch nicht. Weil generell... Hier. Es ist ja auch Blödsinn, ne? Also... Vor allem, wenn man den Weg schon kennt, macht es ja gar keinen Sinn. Ich sag es nur. Raymond! Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Wovon redest du? Hm. Ignorante Kreaturen, die nicht von uns wissen. Hey, kommt mal her. Jetzt ist Zeit zu reden. Schaut. So soll ich dann schmerzende Wunden mir wieder aufreißen, deren bloßes Angedenken noch ewig davon lebe. Unser maskierter Freund. Doch dient mein Wort zum Samen, daraus dem frechen Verräter Schande sprießt, die ich speise. Reden und weinen werdet ihr sehen zusammen. Ich weiß nicht, wer du bist und wie und warum du hier herunterkommst. Wir können die Welt verändern. Das ist der Diabis-Virus. Wir können damit ein Fünftel des Wassers der Erde infizieren. Er verwandelt Gubis in Haie. Und selbst ein Kind kann erraten, was danach passiert. Wir sind Veltru, rachsüchtige Boten aus den Tiefen des Infernos. Das ist also unser Mann. Ich wusste, es ist Veltru. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren? Er zitiert Dante. Schicken Sie ein Team zum Balkon Mocky Flughafen. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Ja, habe verstanden. Ich schicke Quint und Keith. Was? Los, ihr zwei. Macht euch bereit. Oh, ich hasse Schnee. Dann trag lieber deine warmen Schlüpfe ein. Ihr müsst so viel wie möglich über Veltru herausfinden. Die sind ja mega begeistert. Geil. Wie die Nadel im Heuhaufen. Meinst du wirklich? Aber das löst nicht unser Problem. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Wir finden dich, Jill. Das verspreche ich. Okay, jetzt wird's richtig verzwickt. Jetzt sucht Chris, während Jill nach Chris sucht, Chris Jill. Weißt du Bescheid? Das war Episode 3, Veltrus Geister, Ende, Gelände. 86% Präzision, immer noch ein S. Eigene Tode 3 ist ein B, ist doch kacke. War der Bosskampf. 44 Minuten. Ich hoffe, ich habe das alles ein bisschen kompakt
dahin gekriegt, sage ich jetzt mal, ne? Den Bosskampf ein bisschen kompakter gestaltet und ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, das war Episode 3. Insgesamt eine Stunde gebraucht. Damit sind wir doch ganz gut. Ne? Und Raubzug wurde Stufe herstellen. Es speichert automatisch. Ach du Scheiße. Ich bedanke mich und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich speichere jetzt trotzdem einfach nochmal. bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.